Heute reden wir über die mächtigste Fraktion im ganzen Wasteland und über das Shady Sands Problem, das aber gar keins ist. Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian. Wir sind mittlerweile bei Fallout Video Nummer 15 angekommen. Diesmal unterstützt von Vault-Tec, weil deren Bunker sind die besten. Hey! And now you can be a hero too. By purchasing a residence in a Vault-Tec vault today. Und heute wollen wir mal über etwas sprechen, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich die mächtigste Fraktion in ganz Fallout, die New California Republic. Und bei der müssen wir uns auch die Serie nochmal anschauen, weil da gibt es ja offensichtlich ein Kanonproblem. Wenn man das aber näher betrachtet, gibt es ja gar kein Kanonproblem. Über all das werden wir jetzt in diesem Video einmal sprechen. Dabei wird es jetzt natürlich den einen oder anderen Fallout-Spoiler geben. Ihr kennt das Spiel bereits, ihr seid hiermit vorgewarnt worden und ich würde mal sagen, wir legen direkt los. I've had a lot of time to think about this moment. Bevor wir uns der New California Republic widmen, müssen wir ganz kurz mal dieses Kanon-Problem ansprechen, das in der Serie ja irgendwie sehr doll auftaucht, weil dort erfahren wir, dass es einen Ort namens Shady Sands gegeben hat, der irgendwann ja mal durch den Vater von Lucy, nämlich Hank, bombardiert wurde und dem Erdboden gleichgemacht wurde. Also wir haben einen riesengroßen, gigantischen Krater, wo früher mal eine sehr florierende Stadt gewesen ist. Und diese Stadt, Shady Sands, ist ja der Ausgangspunkt für die New California Republic gewesen, über die wir gleich noch sehr ausführlich sprechen wollen. Aber damals haben sich Fans schon gewundert, weil wenn Lucy in Vault 4 ankommt, sehen wir da auf einer Tafel die Historie der NCR. Und da wird halt 2277 als der Zeitpunkt angesetzt, wo Shady Sands gefallen ist. Dabei gibt es aber theoretisch ein Timeline-Problem, weil wenn wir jetzt mal alles durchgehen, dann fangen wir eigentlich mit Fallout 76 an, das im Jahre 2103 spielt. Dann kommt erst Fallout 1, das im Jahre 2161 spielt. Fallout 2 spielt 2241, Fallout 3 2277, also theoretisch zum Zeitpunkt des Falls von Shady Sands. Und wir haben natürlich noch Fallout New Vegas im Jahre 2281. Und die Fallout-Serie von Amazon Prime spielt ja dann 2296. Das Ding ist jetzt, wenn wir dieser Tafel Glauben schenken wollen, wurde Shady Sands 2277 zerstört. Aber in Fallout New Vegas, was ja 2281 spielt, wird sehr häufig auf Shady Sands verwiesen. Also kann es hier mit 2277 als dem Zeitpunkt der Zerstörung nicht wirklich so ganz stimmen. Und tatsächlich, wenn man sich diese Tafel mal genauer anguckt, ist es hier zu unterscheiden, weil wir haben 2277 den Fall von Shady Sands, dann führt er ja aber noch einen Pfeil hin, der zu einer Atomexplosion deutet. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, zwischen dieser Explosion und dem Fall von Shady Sands ist noch eine ganze Menge passiert, weil zum Beispiel Maximus war ja bei der Zerstörung von Shady Sands mit dabei. Er ist der Junge, der à la Indiana Jones im Kühlschrank überlebt hat und dann ja von der Brotherhood gerettet wurde. Und da ist er so etwa 6 oder 9 Jahre alt, also irgendwas in diesem Zeitraum. Das heißt, diese Atombombenexplosion muss viel später stattgefunden haben als 2277. Und deswegen ist es hier tatsächlich gar kein großes Kanonproblem und es wurde sogar von Todd Howard bestätigt, nein, es ist keins, weil man muss diesen Pfeil mit in Betracht ziehen. Das heißt, diese Atombombenexplosion fand sehr viel später statt, vermutlich eher 2282 oder 83 nach den Ereignissen am Hoover Dam. Und damit gehen wir jetzt mal in die Historie der New California Republic oder der neuen kalifornischen Republik rein. Dabei spielt Shady Sands selbst auch eine wahnsinnig wichtige Rolle. Das ist nämlich der erste Ort, an dem die Überlebenden von Vault 15 angefangen haben, eine kleine Community aufzubauen. Shady Sands wurde so rund um das Jahr 2122 gegründet und florierte dann mehr
und mehr, bis deren Anführer Aradesh dann 2186 gesagt hat, wir bauen etwas sehr viel Größeres. Shady Sands ist quasi nur der Startschuss für eine große Republik, die dann hier tatsächlich aufgebaut wird, zu der sich dann auch mehr und mehr Staaten zugesellen. Insgesamt wird die New California Republic eine Vereinigung von 5 Staaten. Einmal alles rund um Shady Sands, dann kommt Boneyard mit dazu, was in der Fallout-Lore die Überbleibsel von Los Angeles an sich sind, weil auch von der Stadt selbst ist sehr viel noch übrig geblieben und da haben sich Leute ja auch angesiedelt. Der dritte Staat ist dann Maxon, tatsächlich auch benannt nach Roger Maxon, dem Gründer der Stählernen Bruderschaft. Dazu kommt dann an vierter Stelle noch The Hub, ein wahnsinnig wichtiger Handelsort, der gerade für das wirtschaftliche Wachstum der New California Republic von enormer Bedeutung gewesen ist. Und dann kommt als letztes noch ein Staat namens Dayglow mit dazu. Die heißen so, weil sie sehr nah an dem Ort sind, wo es einen atomaren Krater gegeben hat, der einfach nur The Glow genannt wurde. Und Dayglow ist letztendlich das, was früher mal San Diego gewesen ist. Und diese 5 Staaten finden sich jetzt hier in einer großen Einheit zusammen. Und damit haben wir hier eine Föderation von 5 Staaten, die nach dem großen Krieg hier wirklich etwas sehr, sehr Großes aufgebaut haben, das sowohl politisch als auch wirtschaftlich sehr stark florierte. Das ist gerade auch im Kontrast zur Enklave oder zur Bruderschaft nochmal eine ganz, ganz andere Errungenschaft. Weil die Enklave gab es schon vor dem Großen Krieg und die Enklave ist ja eigentlich auch mehr so eine Schattenorganisation gewesen. Die Bruderschaft entstand auch erst nach dem Großen Krieg, hat aber jetzt nicht diese großen, gigantischen Ausmaße gehabt wie die Föderation hier. Weil im Gegensatz zur Bruderschaft ist die Föderation auch offen für andere, die hier mit dazukommen. Dadurch, dass diese 5 Staaten mehr und mehr florieren, schauen sie auch mehr nach draußen. Was können wir noch einnehmen? Wen können wir noch mit integrieren? Dadurch kommt es ja dann später auch dazu, dass diese New California Republic einen Deal mit New Vegas eingeht unter Robert House. Da spielt dann der Hoover Damm eine große Rolle. Der sorgt nämlich für den Strom, den die Republik hier nutzt und 5% davon gehen an New Vegas ab. Und das ganze Thema New Vegas und Republik wird später auch nochmal sehr, sehr wichtig, wenn wir über die ganzen Konflikte dieser Republik sprechen. Auf jeden Fall haben wir mit der New California Republic wirklich eine der mächtigsten, wenn nicht die mächtigste Fraktion, die auch wirklich sehr gut aufgestellt ist. Angeführt wird das Ganze von einem Präsidenten und einem Vizepräsidenten, der seinen ganz eigenen kleinen Rat hat. Zusätzlich gibt es dann aber auch noch einen Senat, bestehend aus Repräsentanten der ganzen unterschiedlichen Staaten. Somit haben wir im Weiterbestehen der New California Republic eher etwas, was wir eigentlich aus der jetzigen amerikanischen Regierung her kennen. Nur hier ist es aufgebaut, nachdem eigentlich die Regierung zerstört wurde und nur noch die Enklave irgendwo im Hintergrund existiert. Somit ist die New California Republic wirklich eine absolute Wasteland-Erfolgsstory, die dazu beiträgt, dass wir hier eine wirklich sehr interessante politische Entwicklung haben, die dann aber, wie schon angedeutet, natürlich immer wieder auch durch Konflikte in Gefahr gebracht wurde. Da gibt es Kriege mit der Bruderschaft, weil natürlich auch irgendwann die Bruderschaft erkennt, okay, wir wollen weiterhin expandieren. Gleichzeitig sind die Gebiete der neuen Republik hier auch etwas, wo die Bruderschaft natürlich Interesse daran hat. Zumal Maxon ja auch eine Verbindung hat zur Bruderschaft und es ist ja dann auch immer wieder sehr kompliziert, gerade zwischen der Republik und der Bruderschaft, weil zum Beispiel gegen Caesars Legionen hilft die Bruderschaft denn auch der neuen Republik. Und hier sind wir jetzt bei einem sehr, sehr wichtigen Punkt angekommen, weil Caesars Legion oder Caesars Legion ist eine weitere Gruppe, eine Diktatur, die im Jahre 2247 gegründet wurde, die quasi das Gegenteil ist zu dem, was wir jetzt von der New California Republic an sich haben. Diese Diktatur baut sich dann auch auf aus unterschiedlichen Staaten und deren Hauptziel ist es, die Republik einzunehmen, weil sie halt wissen,
die haben eine sehr gute Forschung, die haben sehr gute Wirtschaft, die haben sehr gute politische Beziehungen und auch eine sehr große Armee. Und die Kriege zwischen der Legion und der Republik sind wirklich zahlreich. Und da kommen wir dann irgendwann auch an den Punkt, den wir hier in der Serie haben, nämlich mit dem Fall von Shady Sands. Dabei müssen wir diesen Fall von Shady Sands wirklich als eher metaphorisches Ereignis betrachten. Das ist nämlich der Punkt, wo die New California Republic so auf ihrem Höhepunkt ist und es langsam anfängt zu kriseln, weil wir eben sehr viel Expansion haben, was nicht immer so gut funktioniert. Es gibt auch Korruption innerhalb der einzelnen Ämter und wir haben immer wieder Caesar's Legion, die mit unterschiedlichen Kampfhandlungen die Position der New California Republic auch enorm schwächen. Und da gibt es dann zum Beispiel zwei Schlachten am Hoover-Damm. Davon ist die letzte Schlacht ja auch das große Ereignis in Fallout New Vegas, weswegen es hier natürlich auch spannend sein wird, was die Serie uns später als Kanon präsentieren wird. Weil es gibt ja zwei unterschiedliche Enden, wenn wir jetzt mal nur die New California Republic und Caesar's Legion betrachten. Entweder man verhilft der Republik zum Erfolg oder die Legion besiegt hier alle und nimmt dann New Vegas ein. Es gibt natürlich auch noch andere Enden, aber für uns sind jetzt erstmal die beiden wichtig. Und da wird es jetzt spannend sein, was die Serie hier aufgreift. Somit ist aber auf jeden Fall klar, bis zu dem Punkt dieser Schlacht ist die New California Republic auf jeden Fall noch am Start und Shady Sands offensichtlich auch, weil dieses Örtchen einfach sehr, sehr häufig in New Vegas erwähnt wird. Das heißt, möglicherweise hat am Ende auch Hank dazu beigetragen, dass die Republik noch mehr geschwächt wurde, weil er seine ganze Existenz in Gefahr gesehen hat, weil seine Frau ja dann zu Moldova nach Shady Sands geflüchtet ist und er dann dort einfach alle platt gemacht hat. Aber wir müssen jetzt wirklich davon ausgehen, dass es erst nach den Ereignissen von New Vegas passiert und Staffel 2 von Fallout wird uns dann vermutlich sagen, welches Ende jetzt hier wirklich zum Kanon dazugehört. Gleichzeitig, wenn wir uns aber die Serie anschauen und das Finale, ist ja hier auch die Frage offen, ist jetzt die Republik komplett vernichtet worden? Weil wir haben die große Schlacht beim Observatorium, wo es ja darum geht, an diese kalte Fusion heranzukommen. Und die Bruderschaft stößt jetzt hier auf die letzten Überbleibsel der Armee der New California Republic und zerfetzen die ja komplett. Die Bruderschaft geht siegreich aus diesem ganzen Kampf hervor, hat ja jetzt die kalte Fusion, damit auch unendliche Energie, zündet ja dann quasi auch alle Lichter in Kalifornien wieder an. Somit ist die Bruderschaft jetzt hier sehr gestärkt. Das bedeutet aber nicht, dass die Republik vernichtet wurde. Und auch das wurde bestätigt von niemand Geringerem als Todd Howard. Also der Mann muss es ja wirklich wissen. Und er hat auch in einem Interview gesagt, das Gebiet der New California Republic ist riesig groß gewesen. Dass Shady Sands zerstört wurde, ist natürlich ein schwerer Schlag, aber die gibt es trotzdem immer noch irgendwo da draußen, weil es einzelne Zellen gibt. Es gibt ja auch noch 4 andere Mitgliedstaaten, die zu dieser Republik dazugehört haben. Und mittlerweile haben wir auch gesehen, dass selbst Überbleibsel der Enklave noch existieren. Das heißt, was selbst in den Spielen angeblich besiegt wurde, ist noch nicht wirklich besiegt, weil wir hier von einem Gebiet der USA sprechen und wir letztendlich in den Spielen und in der Serie immer nur an kleinen bestimmten Orten sind. Was darüber hinaus passiert, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Das heißt, die New California Republic kann tatsächlich auch noch sehr, sehr wichtig werden. Und wer weiß, vielleicht sind sie in New Vegas und stoßen da dann auch auf Hank, ohne zu wissen, dass er derjenige ist, der ihre Hauptstadt vernichtet hat. Von daher haben wir zuallererst kein Kanon-Problem, weil sich das hier alles wirklich gut erklären lässt. Zum anderen wird diese New California Republic vermutlich auch nochmal von Bedeutung werden, einfach weil sie eine der wichtigsten Fraktionen in der gesamten Fallout-Welt ist. Und sie wird dann sicherlich auch noch in Staffel 2 auftauchen. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich sage auch danke, dass ihr bei diesem 15. Video mit dabei gewesen seid. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch über Fallout wissen wollt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.